Liebe Gäste auf der Lueg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, ganz herzlich willkommen zu Paul Stuckis Musikstube. Zweieinhalb Stunden lang rassige und fetzige Musik, viel Überraschungsgäste. Ich kann euch zum Beispiel zeigen, wie so ein Örgeli gebaut wird. Wir können euch natürlich auch Gäste anbieten, hier von der Lueg selber. Wir sind dürfen schon zum dritten Mal hier auf der Lueg zu Gast sein. Der Hüttenwart habt ihr schon gelernt kennen, heute mal von einer ganz anderen Seite und natürlich sonst noch Überraschungen in der ganzen Sendung. Ich wünsche euch zu dieser Sendung natürlich viel Vergnügen und ich meine, wir fangen doch an mit rassiger und fetziger Musik mit den Hogandgielen. Viel Vergnügen! Musikalisch haben wir angefangen mit der Hogandgiel aus dem Schangnau. Wir sind ja hier im Emmital. Schangnau gehört auch ins Emmital. Und zum Beispiel der Mann Bass, der heisst? Adrian. Machst du Job, Beruf, Hobby? Zimmermann. Hobbys sind. Ja, ein bisschen Ausgang gehen. Ausgang gehen, so wie heute Abend zum Beispiel, oder? Ausgang gehen, Musik machen. Begler Daniel, Hobby, Musik machen, Festzucht. Fischzucht, das ist ja der Fischzucht hat.
Also wenn ihr mal Fisch braucht, könnt ihr bei ihm melden. Wie viele hast du? Ja, ein paar. Ein paar. Hadorn Bernhard, das Bauern gelehrt, Werke vom Beruf. Das Hobby ist das Musik machen und Jassu tanzen, wenn es die Zeit noch lobt. Jassu tanzen zusammen, dann hast du mehr Zeit. Ich liebe Einzel. Gut, Togam Giel aus dem Schangnau, seit wann macht ihr zusammen Musik? In dieser Besetzung im Ritz sind seit 2005, der Name gibt es aber schon seit 2000. Aber wir im nächsten Jahr ja, sind wir schon 10 Jahre zusammen so. Und es klappt. Das klappt, das gehört man auch. Es klappt wunderbar. Es war ein wunderbarer Titel, der übrigens angefangen vom Kasi Hutzli am Walopsee. So hat der Schnellbau geheissen. Was für eine Art Musik macht ihr? Was für Komponisten spielt ihr am liebsten spielen? Komponisten tun wir eigentlich alles, ein breites Repertoire von vielen Komponisten. Querbeet ein. Danu spielt viel Schnellbalka, ich spiele vielleicht eher etwas Traditionelleres, eher Innerschweizer Musik und so. Die wir einander ergänzen und mache ich auch so ein bisschen für viele verschiedene Leute oder Regionen also Musik, Tanzmusik und Unterhaltungsmusik. Euch kann man übrigens engagieren. Die Adresse findet ihr auf der Homepage Paul Stuckis Musikstube. Dort könnt ihr nachschauen, wo die Hogan-Gielen vom Schangnau zu finden sind. Eben, am Alopsee Schnellbalka von Benny Hutzli, den haben wir als erstes gehört. Es geht weiter mit dem Hoodie-Lumper, das ist ein Schottisch von Michael Schneider. Und dann hören wir vom Kilian Schniedrig, der Pöstler. Sie haben verschiedene Instrumente. Jetzt gehört es ein Stückchen mit Schweizer Orgelmusik. Und dann gibt es wieder eins mit Handorgelmusik. Aber nochmal einen riesigen Applaus für die Hogan Giele aus dem Schangnau. Thank you.
Wir haben gehört, Hogan-Giele aus dem Schangnau. Der Böstler, ein Schnellbau von Kilian Schneidrig. Also wir haben noch schnelle Böstler in der Schweiz, so wie die unterwegs sind. Ich darf euch die Leute vorstellen, die ihr heute während der Sendung zehnt oder das andere Mal noch werden sehen. Und zwar sind das die zwei Ersten, die ich vorstellen, der Adrian Gehry und der Hans-Rudi Reist. Das ist von Reist, Schweizer Örgeli-Bau. Sie kommen hier aus dem Emmental. Guten Abend, Adrian. Guten Abend, Paul. Und der Hans-Rudi. Guten Abend, Paul. Euch zwei, du stehst schon vor dem richtigen Werkzeug. Euch zwei, tun wir dich über die Örgeli fragen. Heute haben wir vielleicht schon mal ein bisschen überlegen, wie aus manchem Teil besteht so ein Schweizer Örgeli. Könnt ihr der Familie mal ein bisschen raten, wer am nächsten ist, kann mir ein Nachtessen zahlen. Ganz einfach. Der Mann, den ihr schon gelernt kennen, hier als Hüttenwart von der Lug, das ist der Jörg Moser. Guten Abend, Jörg. Guten Abend miteinander, herzlich willkommen auf der Lug. Und ich hoffe, dass der, der Gewinner hier oben darf, jetzt Nachtessen nehmen darf, die Teile verraten darf. Ja, das wäre die Idee, dass ihr zum Beispiel daheim jetzt so als Wettbewerb schaut, wer den gewinnt, und dann könnt ihr auf die Lug essen, auf die Lug schauen und dann essen. Der Mann hier, der neben mir steht, habt ihr sicher schon gesehen im ZDF, ARD, im Schweizer Fernsehen. Das ist der Mann, wo man sagen kann, der kann singen, der kann gut schnurren. Das ist der, wie sagen wir das? Du bist der Andi Borg? Nein, der Grossi Borg. Ich bin der Grossi Borg. Dankeschön. Der uneheliche Zwillingssohn, ja, Bruder. Ja, ja, ja. Vom Andi Borg? Ja, sicher. Warum so? Ja, ich bin einfach gut erhalten. Ja. Ein bisschen schlank, aber passt. Kannst du wieder Andi auch gut singen? Ja, ich singe fantastisch. Ja. Vor allem, wenn die Leute auch singen, also, dann singe ich immer gleich mit. Wollt ihr den auch hören? Ja! Ja, darf ich? Grossi Borg, ja, super. Bühne gehört dir. Ja, Riesenapplaus für den Grossi Borg. Ja, danke schön, lieber Paul Stucki. Ist eine Granate, ja, der Paul Stucki. Ja. Ja, ist ein Kumpel, ist ein Kumpelmensch. Ja. Mit dem kannst du Pferde stehlen, haben wir gerade gestern gemacht. Gell? Aber das ist ja eine Geschichte. Na, was ich ja sagen wollte, ist ja, hier haben wir, es ist ein bisschen kalt. Ne? Ist ein Herbstanfang, wir spüren das hier. Und dann müssen wir ein bisschen aufwärmen. Jetzt machen wir eine kleine Aufwärmübung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hallo rufe, da rufen Sie... Hallo zurück! Na? Also versuchen wir mal, ob diese kleine Anstandsregel auch funktioniert. Na? Hallo! Hallo! Ja, fantastisch! Schau, jetzt machen wir eine kleine Hommage an diesen wunderbaren Paul Stucki. Wenn ich rufe Paul, dann ruft ihr Stucki! Na? Geht es? Na? Also, Paul! Stucki! Paul! Stucki! Paul! Stucki! Hip, hip! Ja, so ist richtig, so gefällt mir das. Ich würde mal sagen, die Stimmung ist nicht schlecht. Jetzt haben so wunderbare Fähnlein auf die Tische. Komm, zeig's mal, oh, dass die Leute auch sehen. Oh, sind ja schöne Fähnlein. So, jetzt alle, die kalt haben, denen es ein bisschen kalt ist, sollen jetzt mal richtig fähneln, ne? So richtig. So, und die nicht kalt haben, sollen jetzt auch. Jetzt alle zusammen. Und jetzt schreien wir dazu. Hey! Ich habe das Gefühl, wir haben eine richtig gute Stimmung. Achtung, Fähnlein jetzt kurz den Arm runter. Entspannen. Ja, so könntest du nachher richtig loslegen. Ja, jetzt entspannen. Braucht jemand noch eine Massage? Ja, ja? Und die Dame hier. Ja, so kein Problem, das machen wir sofort. Kommst, liebste Dame, ja. Jetzt musst du einfach hier, der Herr daneben, sie holt mir das Mikrofon, da kann ich weitersprechen. So, so, da gefällt es Ihnen. Ist es schön? Ist es schön? Ja, passt's? Ja, wie ist dein Name? Oh, Esther. Auch noch so ein schöner Name, ja, Wahnsinn. So, geht's ein bisschen besser? Ja. Ja, super, es geht ja besser. Also, dann würde ich mal sagen, legen wir los, wo ist die Musik? Ich brauche ein bisschen Musik, dass wir richtig singen können. Jetzt aber, so, jetzt hoch die Fähnlein! Richtig, richtig, so. Und jetzt könntest du gleich mitsingen, ha? Ist ein Lied, das kenne ich dir ganz sicher. Achtung, und los geht's! Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Keines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. So, jetzt Achtung! Der Abend neigte sich, doch dann da sah ich dich. So ein Gefühl, mich gar nicht zu vergleichen. Ist da? Ob du alleine bist? Ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich
dir bis drei. Ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du eine Nummer oder hast du ein Foto dabei? So, und jetzt alle zusammen! Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Alle! Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir. So, jetzt die Fanline hinlegen, hinlegen, hinlegen. Und jetzt müsst ihr klatschen. So, da, da, da. Jawohl, so ist es so. So, jetzt aber. Wenn jetzt so eine Stimmung ist, da sing ich weiter. Dann hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit viel Gewumm ums rote Pferd herum. La 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 la. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Ja, nur mitmachen, kommst! Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu der Rüber und ich nimm, nimm, nimm die Weile Hand, wo ich die mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. So. Kennst du noch den Wolfgang Petri? Der war doch der Wahnsinn. Einverstanden. Und wisst ihr, was ihr da singen müsst? Also, fangen wir an. Von dir keine Spur, die Wohnung ist leer und mein Herz wie Blei so schwer. Ich geh kaputt, wenn du bist wieder bei ihm. Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss und dass ich um dich kämpfen muss. Wo bist du? Sag mir, wo bist du? Jetzt kommt euer Einsatzwehr, Achtung! Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll. Doch weiß ich, was ich will. Ich will dich. So, jetzt machen wir ein bisschen Stimmung. Na, Achtung! So. Jawohl, jetzt müssen wir wieder klatschen. Ja. Das ist das Alarmzeichen. Zu wenig klatschen. Ja. Jetzt ist richtig. Achtung. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ich bin der Große, das Idol. Meine Gierschlanken war das ein Wahnsinn für die Madel, meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so stark, oder so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wie bin ich mit dem Gesäß, rein die Hosen, SOS und wohl den Große, das Idol. Jetzt alle zusammen, aus! Große, Große! Das ist super! Oh. La 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 la, la 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 la. So, jetzt Hände hoch! La 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 la. La 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 la. Und von den Großen, das
Idol. Ich danke euch ganz herzlich. Dankeschön, liebe Luke. Ich sage Paul, ihr sagt. Ich sage Paul, ihr sagt. Ich sage Paul und ihr sagt. So ist richtig. Dankeschön. Danke, danke. So. Ja. Mein lieber Paul. Aus dem Tirol, aus dem Tirol. Ja, so, sozusagen, ja. Aus dem Tirol. Ich glaube, wir dürfen mal den Leuten sagen, dass du nicht der uneheliche Brütsch bist von Andi Borg. Ja, nur manchmal. Der Andi Borg ist der uneheliche Brütsch von dir. Richtig, so ist es. Nein. Ich versuche mal, es hier. So. Also die kannst du nicht abziehen, die ist echt jetzt, die du noch drunter hast. Gell? Ja, kannst du mal schreissen, gell? Ja, ja. Also, Ja. Gut. Der Mann heisst Grossi Grossenbacher. So ist es. Du kommst aus dem Bernbiet. Genau. Und du warst früher bei der Bagatello, hast jetzt eine Solokarriere gemacht, du tust Kurs auffüllen, du tust ganze Hallen füllen. Einfach, du spinnst ein bisschen. Ja, darum bin ich ja hier bei dir, gell, haben sie gesagt. Nein, es ist ja so, also, ja. Nach Bagatello war für mich klar, ich möchte weitermachen. Alle haben gesagt, Grossi, mach das nicht, das geht in die Hose. Wenn einer von fünf weitermachen will, das sind die anderen vier, die fehlen. Die fehlen mir wirklich ab und zu, muss ich sagen. Ja. Ich so vom Gefühl her, so ein bisschen zum Dummschnurren, könnt ihr schon ein bisschen Ersatz machen. Danke vielmals. Aber aber es hat funktioniert. Ich bin jetzt mit dem dritten Soloprogramm unterwegs. Beim 11. bin ich gestartet. Beim 12. bin ich das Zelt unterwegs. Mhm, ja. Ich durfte eine Schweizer Tour machen, ja, und jetzt bin ich seit dem März... Wo nimmst du die Ideen her? Wo jetzt zum Beispiel gerade als Musikantenstadl, das ist eigentlich nicht typisch für dich, oder so? Ich finde den Musikantenstadl faszinierend. Also es ist ja, ich meine, die haben eine Stimmung, die ist besser als bei jedem Rockkonzert im Hauerstadion. Das ist eine Stimmung, das bringt heute keine Pop- und Rockmusiker mehr. Gut, die sie rumschreien und bägen, so die kleinen Mädchen, à la Bonheur. Aber sonst, nein, aber so richtig gute Stimmung, so wie es im Stadl ist. Und das hat mich fasziniert. Dann hat es mich gedacht, hey, weißt du was? Das nimmst du. Das ist das Thema. Und dann habe ich einen Stadl umeinander geschaut, wirklich Aufzeichnungen, Videos, und habe den Andi Borg eben studiert. So ein bisschen. Ich sehe es, ja. Ja, gell. Ja, am besten gelungen ist mir, glaube ich, die Frisur. Ja, und aus dem ist eben auch die Musik-Comedy-Show entstanden. Gigantenstadl. Du bist im November live zu sehen. Wo könnte man dich schauen, wenn man jetzt will, wenn man so richtig will, eben nochmal Feuer unter dem Arsch haben? Ja, da will ich hergehen. Nein, also, wenn ihr warm bekommen richtig, am 7. November bin ich in Spiez im Lötschbergsaal. Kurz darauf bin ich zum Müllenturnen, nachher nächstes Jahr im Graubünden, in Valera, in Hochdorf, in Braui, Hotel Wetterhorn im Berner Oberland, wunderschönes Lokal. Ja, auf die Lug komme ich nicht, bin ich eben schon das Jahr schon zweimal gewesen. Übrigens ganz interessant war sicher hier, Lug Arena auftreten, also, speziell hier. Ich muss sagen, es ist von der Stimmung her, glaube ich, wirklich mit Abstand das beste Konzert gewesen, oder die beste Show gewesen, die wir hier auf der Lug hatten. Von dem her, also, und nächstes Jahr, also, dieses Programm, das ich hier oben habe, das ist abartig. Ich finde es super, es macht Spass. Ich werde sicher auch noch mehr schauen. Ich hoffe, es kommen auch ganz viel zu. Der heute Wart, der Jörg Moser, oder der, ja, okay. Der hat natürlich auch so Ideen, manchmal kann man sagen, gesponnene Ideen. Aber ist schon interessant, oder? Der passt ja zu dir und zu mir. Bei Jörg heisst es, er hat Ideen, oder bei mir heisst es, Spinne. Das ist super. Also, ich habe gesagt, gesponnene Ideen. Ich habe nicht gesagt, du... weißt, aber... Gut. Es spinnt jeder Mensch. Einer, der nicht spinnt, der spinnt sowieso. Das ist richtig. Ganz oder? Genau. Super. Darum genau. Ist es im richtigen Ort. Bolle, merci viel, viel. Grossi Grossenbacher, wenn ihr ihn sehen wollt, deine Homepage. www.grossi.ch. Grossi. So, ganz einfach. Denkt euch das Grossi daheim, www.grossi.ch. Dann wirst du das nächste Mal dort auftreten. Riesigen Applaus für das Grossi.ch. Merci vielmals. Dankeschön. Grossi Grossenbacher oder eben der unehrliche Brütsch vom Grossi Borg. Also gut, alles klar. Heisse Musik geht jetzt auf VV ebenfalls, geht's weiter hier. Auf der Bühne sind Dörgeli Fäger Zweg und sie werden einen Fox von Urs Bühlmann spielen, eben Heisse Hösli. Riesigen Applaus für Dörgeli Fäger. Thank you.
Musik von den Örgeli-Fäger, Musik komponiert von Bühlmann Urs. Und ich glaube, die Örgeli-Fäger, das darf man so sagen, der hat das Handwerk irgendeinmal gelehrt beim Urs Bühlmann, sind nämlich beim Urs Bühlmann in die Lehre, kann man fast so sagen. Ich will auch, dass sich jeder schnell vorstellt, mit Namen, Beruf, Hobby. Ich bin der Ramseyer Thomas und habe Elektromonteur gelernt. Hobby? Hobby Musik? Musik, Bauern. Und ja. Einfach das, was Fakt. So soll es sein. Mein Name ist Jenny Nicola, gelernt habe ich zu Bauern. Und momentan werke ich als Stromer. Meine Hobbys sind eigentlich Musik machen und noch jodeln in einem Jodlerclub. Bühlen im Jodlerclub bist du dabei? Flüeli Oberbottigen. Und sollte heute Abend der Strom noch einmal ausgehen, wir haben den Stromer auf der Bühne. Also nicht weit suchen, wir haben einen Stromer. Ich bin von Ramsey Riegel von Wrenzikofen. Ich bin 23, Thomas Brütsch. Polymech. Hobby? Musiken. Musiken? Dann haben wir noch den vierten Mann. Mein Name ist Reto Rolli. Ich bin Schreiner, also besser gesagt Örgeli-Bauer. Und meine Hobbys sind Musik machen und etwas auf die Ski. Kommt schon bald in der Saison. Die Örgeli-Fäger haben, habe ich gesagt, beim Bühlmann Urs mal das Handwerk gelehrt. Also, ihr habt auch dort angefangen. Wann war das? Weißt du noch, wann das hast angefangen hast, Örgeli dort? Ja, Tomu hat im 97 gegangen und dann sind Reto im 99 gegangen. Also, ihr habt immer noch ein bisschen das Flair, Art Bühlmann-Giele zu spielen? Ja, das ist ja so. Was ist das Repertoire von der Örgeli-Fäger? Das beinhaltet eigentlich fast alles im Spielen, das, was uns gefällt. Von Schlager bis traditionell. Gut. Schnellpolkan, etwas. Wie gesagt, auf der Homepage von Paul Stuckis Musikstube könnt ihr nachschauen. Da findet ihr auch die Adresse der Örgeli-Fäger. Auch sie können Festhütten füllen und bringen auch die Leute aufs Stuhl. Also könnt ihr sie engagieren, fast für alles. Heissi Hösli, das ist der Fox, den wir gehört haben. Es geht weiter mit «Schön ist es, auf der Welt zu sein». Das ist ein Medley, das sie arrangiert haben. Und zum Abschluss wird es ein bisschen bluesig hier im Festzelt. Und zwar Zillertaler Hochzeitsblues. Riesigen Applaus für die Örgeli-Fäger. Thank you.
Örgelifäger mit dem Zillertaler Hochzeitsblues, was sie uns zum Besten gegeben haben. Örgeli-Musik ist auch ein gutes Stichwort. Örgeli haben wir hier mit allen Varianten auf dem Tisch. Und ich habe nach schon beim Vorstellen von meinen Gästen nach zwei Männern dürfen ansagen. Auf der einen Seite haben wir Hans-Rudi Reist, Geschäftsgründer, Geschäftsführer von Reist Schweizer Örgelibau. Guten Abend, Hans-Rudi, nochmal. Guten Abend. Miteinander. Und auf der anderen Seite ebenfalls in der Geschäftsführung drin, das ist der Adrian Gehry, der Zweite, der drin ist. Guten Abend, Adrian. Und noch einmal guten Abend miteinander. Und ebenfalls dabei der Samuel Reist, der jetzt im Publikum sitzt. Die drei zusammen führen eigentlich das Geschäft, kann man so sagen, Örgelibau, Schweizer Örgelibau, Reist oder Reist Schweizer Örgelibau. Die drei haben zu sagen. So kann man sagen. Das ist so richtig, ja. Jetzt, 1986 hat das, glaube ich, angefangen. Dann hast du angefangen. Wie viele Leute waren denn bei dir, die geholfen haben, Örgeli bauen? Ein Mann und eine Frau. Also die Frau war dabei? Die Frau, ja. Wir waren zwei Leute. Und jetzt, heute, 2014, wie viele Leute seid ihr dort? Jetzt sind wir 12 Leute. 12 Leute? Ja. Also ein rechtes KMU daraus geworden? Jetzt sind wir ein bisschen gewachsen, ja. Aber immer noch Familienbetrieb. Immer noch Familienbetrieb. Ist noch etwas anderes, was mir aufgefallen ist? Örgelibauer, kann man das lehren eigentlich? Als Beruf in der Schweiz kann man das nicht lehren. Also, es gibt leider diesen Beruf nicht mehr. Hat es noch mal gegeben? Akkordeonbauer hat es gegeben. Ja. Bis solange Toner in der Schweiz noch eine Niederlassung hatten. Aber das ist schon seit 20 Jahren ausgestorben. Ja, was ist denn die Voraussetzung, wenn ich jetzt zu dir arbeiten möchte? Würdest du mich nehmen oder nicht? Ja, sag's gerade ehrlich. Du hast jetzt schon ein bisschen gute Voraussetzungen. Du bist Volksmusikfan, das ist schon eine gute Voraussetzung. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Das ist also nicht Schreiner oder so ein speziell gelehrter Beruf. Man muss Musik gerne haben. Richtig, wir haben die letzten 30 Jahre die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das nichts nützt, wenn ich einen guten Mechaniker oder einen guten Schreiner suche, der aber einen Gehörschutz anlegen muss, wenn ein Schweizer Örgel spielt. Das können wir nicht brauchen. Die beste Voraussetzung ist einfach Fan von Volksmusik. Also wenn man diese Musik gerne hat, hört man auch, wie ein Sörgeli tönt. Also dort tut man natürlich auch viel lieber so ein Sörgeli herstellen. Das ist genau so. Oder? Es muss Herzblut dahinter sein. Und der Beruf, den man vorher gelernt hat, ist eigentlich zweitrangig. Wir können über Landwirt, über Zimmermann, wir haben ein bisschen alles in unserem Betrieb, spielt keine Rolle, der Beruf. Jetzt komme ich natürlich darauf, warum dass viele, die Örgeli spielen, in verschiedenen Gruppen bei dir arbeiten. Ich glaube, das sind etwa halb Dutzend, die offiziell in der Gruppe spielen, oder? Die bei dir arbeiten. Das ist ungefähr so. Ja. Das ist das meiste sind Musikanten. Also, wenn sie nicht in der Gruppe spielen, spielen sie auch privat Örgeli spielen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, wenn ich ein Örgeli zusammensetzen will, dass ich auch weiss, was unten und oben ist. Das ist sehr wichtig. Also wir haben hier jetzt so einen Teil davon, von einem Örgeli. Das hast du jetzt heute Abend ausgebaut. Das ist jetzt für mich ein Teil. Ich habe ja anfangs vor der Sendung gesagt, daheim könnt ihr ja mal raten, wie aus manchem Teil so ein Örgeli besteht. Tut das Resultat mal bekannt geben, wie manches Teil hat so ein Schweizer Örgeli. Ja, wir könnten jetzt meinen, dass der Paul schon gesagt hat, es besteht aus 3, 4, 5 Teilen. Aber in Wirklichkeit, wenn ich es dir wirklich einzuteile zerlege, komme ich auf 3.500. 3.500 Teile, bis das ganze Sörgeli zusammen ist. Das ist so, ja. Also da gibt es keine Brauchanleitung irgendwie von einem Warenhaus, wo man dann irgendwie Schräubchen drehen kann und dann stimmen die Löcher und das alles nicht, oder? Leider auch noch im Google nicht im Moment. Also 3.500 Teile. Ich weiss auch, Örgeli bauen ist sehr viel noch Handarbeit. Da hat sehr viel Handarbeit dabei. Das ist so, ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, das kann man irgendwann durch eine Maschine aussetzen. Nein, wir haben sicher heute sehr moderne Technik. Wir haben in den letzten Jahren, die bald 30 Jahre, als ich in diesem Geschäft tätig bin, aufgerüstet. Wir haben modernisiert, wir haben computergesteuerte Maschinen. Aber es gibt immer noch sehr viele Sachen, die du einfach nicht kannst mit der Maschine machen kannst. Wo wahrscheinlich auch nie geht mit der Maschine, wo man einfach mit der Handfertigkeit und mit dem Gehör, was alles dazugehört, den Finish muss machen, sonst tönt es am Schluss nicht gut. Du bist ein KMU, 12 Angestellte, also ihr seid 12, die arbeiten. Wie viele Sörgeli geht da raus pro Jahr? Wir machen jetzt so im Schnitt die letzten 10 Jahre 130 Stück im Jahr. Das ist gängig so ein bisschen gleich. 130 Sörgeli pro Jahr? Ja.
Wie lange hat man so ein Örgel? Ich weiss, dass nicht alle genau gleich lang gehen. Es hat auch damit zu tun. Ich glaube, das schnellste hätte ich in 60 Stunden, oder bin ich da daneben? Ja, es reicht nicht ganz. Etwa vielleicht 80, 90 Stunden schnellste. Aber das geht nachher eben hoch bis 300 Stunden also für ein Örgeli. 300 Stunden für ein Örgeli? Für ein Örgeli, ja. Was ist denn der Unterschied für das, was 60 Stunden brauchst und das für 300 Stunden? Warum? Was ist die Differenz? Das hat zwei verschiedene Gründe. Also, es ist optisch schon, wo man einfach bei dem, wo man schneller fertig hat, weniger Verzierungen macht. Aber das ist ein kleiner Teil. Was der grössere Teil ist, ist inwendig mit der Nachbearbeitung von Stimmplatten. Vom Finish. Der kann sehr stark auseinanderklaffen. Eben auch, schlussendlich auch im Preis. Adrian, wenn ich jetzt so ein tätiges Ding anschaue, das ist für dich das tägliche Brot innen dort, oder? Du selber, wie bist du eigentlich zum Örgeli bauen gekommen? Ja, ich war zuerst Kunde beim Hans Rudi. Und irgendwann hat er dort am Ladentisch ein kleines Zettel gehabt, dass er jemanden sucht, der dort bei ihm arbeiten kann. Und dann hat er gefragt, ob das etwas wäre für mich. Und hat er gesagt, ja, wenn du kommen willst, dann nehmen wir das Zettel sofort ab. Und jetzt bin ich seit 2010 beim Hans Rudi. Ich bin eigentlich mehr im Verkauf, beraten Kunden. Mhm. Wenn die Leute zu uns in den Laden kommen, haben sie es oft mit mir zu tun oder wenn sie die anrufen. Und was ich auch mache, ist eben das, was Hans Rudi angetönt hat, die Stimmen bearbeiten, Stimmen. Und im Laden machen wir viele kleine Reparaturen, also wenn irgendjemand kommt, etwas klemmt, irgendein Instrument von irgendeiner Marke, dann können wir das in der Regel auch ambulant reparieren. Ambulant behandeln. Wir werden in der zweiten Runde, es gibt noch viel Interessantes. Zum Beispiel diese kleinen Örgeli. Warum baut man so kleine Örgeli? Ich glaube, das ist ja etwas von deiner Idee entstanden ist hier. Und was auch noch sehr wichtig ist, man muss nicht unbedingt ein Örgeli kaufen. Man könnte das Örgeli auch mieten. Oder ihr habt Occasion. Und zwar manches Örgeli. Weil Hans-Rudi hat ja mal gesagt, er will nicht vor einem leeren Gestell arbeiten. Du willst ganz viele Örgeli um dich herum haben. Oder? Jetzt hast du ja, glaube ich, ganz viele Örgeli um dich herum, kann man das so sagen. Das werden wir in der zweiten Runde auch noch diskutieren, was ihr alles bietet. Und vor allem habt ihr auch die Möglichkeit, ein Örgeli nach eurem Wunsch herzustellen. Also die Beratung wird sehr gross sein. Und was mir aufgefallen ist, was ich hier darf sagen, wenn ich auf der Homepage bin, von Ihnen, von Schweizer Örgelibau Reist oder Reist Schweizer Örgelibau, sie haben Konkurrenten auf ihrer Homepage ebenfalls drauf. Das sage ich Chapeau. Also, ihr tut eigentlich nicht nur euren Gartenzaun herdenken, sondern ihr wollt einfach Schweizer Örgeli bauen. Und zwar soll jeder froh und glücklich sein an dem Örgeli, den er hat. Das habe ich also sehr, sehr gut gefunden. Und darum riesigen Applaus für die beiden Männer, Adrian Gehry und Hans Rudi Reisch. Nach Örgeli-Fäger gibt es Örgeli-Sterne. Wir haben in der Sendung auch noch Örgeli-Kracher. Also, ja, es gibt aller Gattungsrostung hier. Örgeli-Sterne, seit 2011 machen sie zusammen Musik. Und wir hören das erste musikalische Visitenkärtchen, nämlich «A Ländler» von Karl Barmettler. Abschied von der Acherenbrücke. Viel Vergnügen und riesigen Applaus für die Örgeli-Sterne. Thank you.
Abschied von der Acherer Brücke haben wir gehört von den Örgeli Sternen und die Sterne leuchten. Das ist mir selber so, oder? Ich werde hier schnell fragen, Name und Hobby. Ich bin Kosteli Ruth. Hobby ist Musik machen, ausschlafen, nichts arbeiten. Ausschlafen. Also, von dem träumt es mir auch. Ich bin Blume Erika, ich tue gerne Musik machen, das ist auch mein Hobby. Ich gehe gerne wandern und die Familie ist mir auch wichtig, das geniesse ich. Das Wandern ist jetzt gerade so etwas gegangen, es war ja gar nicht so ein schlechtes Wetter. Und ich bin Bossanne. Boss. Jawohl, am Bass. Boss am Bass, das passt doch ganz gut, oder? Ist sie oder bist du der Boss von der ganzen Gruppe? Nein. Der Boss ist Name und das am Bass. Was hast du für ein Hobby? Ich habe noch Wandern und Skifahren und Musik machen. Gut, dann haben wir noch das Romy. Ja, ist der Name schon gesagt. Romy Schmid. Deine Hobby? Also, meine Hobbys sind Walken, Skifahren, Wandern und einfach ein bisschen Blöschen und schön haben. Wir sind jetzt alle passioniert, dann können wir es geniessen. Da habt ihr auch viel Zeit zum Proben, oder? Ja. Ja. Die pensionierte nie Zeit, oder? Das ist so. Seit wann gibt es die Örgeli Sterne? Seit 2011. Und was für Musik oder was für Komponisten tut ihr nebst Eigenkompositionen, die von dir noch hören? Also querbeet tun wir eigentlich alles ein bisschen spielen. Und wir spielen einfach vom Ländler bis zum Evergreen spielen wir alles ein bisschen. Und wir tun uns auch den Leuten anpassen, wenn sie Stimmung wollen, tun wir halt hier mit ihnen singen und schunkeln, also je nachdem. Euch kann man live hören. Jeden dritten Freitag gibt es noch in diesem Jahr. Dann seid ihr noch im Almeinthöfli. Dann seid ihr im Rössli. Dann seid ihr im Rössli-Quatt. Richtig, jawohl. Und noch, oder Dürrenast ganz genau. Dürrenast, ja, genau. Dann seid ihr noch zu Zermatt auch noch. Also im Jänner sind wir eine Woche zu Zermatt im Schweizerhof. Und nachher im März eine Woche in Leukerbad. Dann gehen sie Skifahren und dann gehen sie kuren, weil sie zu viel Skifahren haben, oder? So, in dieser Art und Weise. Auf jeden Fall, auch Sie könnt man engagieren. Auch bei uns könnt ihr nachschauen, Ihre Adresse von den Örgeli Sternen. Sie nehmen Sterne im Schuss, ein Schnellbolka, das ist eine eigene Komposition von Romy Schmid. Und dann haben wir Bolka vom Hause Straub, der heisst, jetzt längt's. Viel Vergnügen und einen riesigen Applaus für die Örgeli Sterne.
Örgelisteine, die wir hier gehört haben, mit einem Balka, jetzt längt. Örgeli ist in dieser Sendung das Thema. Örgeli ist auch ein Instrument, glaube ich, darf man so sagen, Hans-Rudi, das eigentlich das erste Mal im Emmental gebaut wurde. Das ist so richtig, ja. Das ist etwa 1836 aus der Geschichte, wo man weiss, das Langnauer Örgeli gebaut wurde. Und das Langnauer Örgeli ist ja das, man nur mit einer Reihe vorachen, mit einer Reihe tönen. Das ist ja so etwas Ähnliches wie ein Langnauer hier, oder? Das ist so ein Nachbau, kann man so sagen, ja. Wie kommt man denn auf die Idee, kleine Örgeli zu bauen? Warum also, denn kleine? Sind das für sind das Kinderörgeli oder für was sind die? Das, was jetzt in Hang hast, das bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, weil meine Zwillinge, die 5-jährig waren, hätten sie eigentlich ein Örgeli, aber Körpergröße hat nicht gelangt, für ein normales Örgeli zu spielen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal Zeit habe, entwickle ich mal so ein kleines 18-Besser entwickeln, weil es ist eben interessant, dass Kinder musikalisch eigentlich schon daraus kommen. Die hören genau, was eigentlich die Eltern spielen. Und dann meine Gile eben sofort gehört, dass das kleine Örgeli weniger Töne hat. Und dann habe ich gedacht, es wäre eben interessant, eins zu machen mit genau gleich viel Tönen wie ein normales 18-Besser Schweizer Örgeli. Ja. Aber das haben wir jetzt leider erst vor 4 Jahren verwirklicht. Und geht es genau gleich viel zu tun, sicher wie ein grosses? Das oder? Ist eben ein bisschen so. Oder? Es ist nicht eigentlich ein vom Preis her nicht ein Kinderörgeli in dem Sinn. Es ist aber für die Kinder sehr interessant, aber es kommt eben fast gleich teuer wie ein grosses. Was mir auffällt, die haben nicht alle zusammen die gleiche Farbe. Was ist das von den Hölzern her? Oder warum sehen die etwas anders aus, zum Beispiel jetzt? Was für Holz nimmt man überhaupt so für ein Örgeli zu bauen? Der muss ja auch gut gelagert sein, wenn ja, oder? Das ist so. Wir tun das Holz ca. 10 Jahre lagern, also mindestens 10 Jahre. Und ich habe von Anfang an, als ich das Geschäft gegründet habe, eigentlich geschaut bei den umliegenden Bauern, dass sie auch das Holz gefunden haben. Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Ich tue das Holz eigentlich direkt von den Bauern, vom Emmental, von der umliegenden Gegend beziehen, so viel wie man dort findet. Und es ist sicher so, dass das Optischste, was man sieht, das Optikholz, das ist nicht so tontragend. Die Innereien nachher lassen wir uns dann nicht reinreden, dass es am Schluss dann auch tönt wie ein Reisdörgeli. Und dort brauchen wir aber hauptsächlich eben die heimischen Hölzer, einfach was Fichte, Ahorn, Nussbaum, Kirschbaum, alle die Hölzer, die man hier im Emmental auch kennt. Adrian, wenn ich jetzt zu dir komme, du machst ja hauptsächlich auch Beratungen. Ich kann jetzt ein bisschen Schweizer örgeln und werde jetzt eins machen. Auf was schaust du jetzt, wenn ich komme? Oder was gibst du mir für Tipps? Ja, es ist eigentlich so, wenn du zu uns kommst, dann wollen wir einfach ganz normal zuerst anfangen zu reden, wie wir es jetzt hier machen. Ich frage dich, was du spielst und was du für Ideen hast, was du für Wünsche hast. Und dann tut sich das auch ein bisschen ergeben, ob du ein zweihöriges Örgeli hast, ein dreihöriges Örgeli, ob es ein Örgeli ist von der Preisklasse. Ja, wo hast du dein Budget? Oder? Du hast schon Vorstellungen, wo hast du ein Budget? Und vielleicht ist es deine Aufgabe, das so übereinander zu bringen, beides. Und nachher irgendwann geht es dann auch hinterher zu rauslesen, dann tut man das Örgeli zusammenstellen. Wie sieht es aus? Was für Holz gefällt dir? Wo ist ein Edelweissmuster dran? Wo ist ein Holzintarsien? Ein blauer Balg, ein brauner Balg? Und das Lustige ist eigentlich noch, man hat in den Örgeli auch ein bisschen Mode. So vor 20 Jahren hatten alle Örgeli rote Bälle. Wenn man jetzt auf dem Tisch schaut, jetzt ist es ein bisschen braun, jetzt ist man mehr in den Holztönen. Aber das kann sein, dass sich das wieder ein bisschen verändert. Aber die Mode spielt dort auch ein bisschen mit der Rolle. Selbst von den Örgeli hat die Mode nicht halt in dem Sinn, oder? Also wir können also so sagen, jedes einzelne Örgeli, das da drauf ist, ist eigentlich ein Unikat. Wir machen eigentlich beides. Wir machen Örgeli in kleinen Reihen, die man weniger herauslesen kann. Das ist auch wieder interessanter vom Preis. Da kann man nicht von der ganzen Holzpalette herauslesen. Aber was ganz viele Örgeli-Spieler schätzen, ist, dass sie wirklich ihr Unikum zusammenstellen können und das Örgeli so bauen oder bauen, wie es ihnen gefällt, nach ihrem Gusto. Und das ist dann auch für alle etwas Spezielles, wenn sie ein Örgeli haben. Es macht auch nicht Sinn, wenn ich gerade von Anfang an komme und eins kaufe, sondern vielleicht eben eins mieten oder eine Occasion. Es gibt ja für die kleineren Portemonnaie auch eins als Occasion, ich könnte mir posten zu euch. Das ist richtig, wir haben immer eine Vielzahl an Occasion von allen Marken und allen Arten von Örgeli.
Und es ist eigentlich so, wenn jemand anfängt, Orgeln, tut er nicht in der Regel ein Orgel kaufen. Ich sage immer, man muss mal einmal anfangen. Dann tut man vielleicht ein Orgel mieten, ein halbes Jahr, ein Jahr. Und dann tut man schauen, ob das einem gefällt und ob es einem der Ärmel reinnimmt. So viel ist es so bei der Volksmusik, dass die Leute plötzlich Freude daran bekommen. Und dann tut er sogar ein Orgel kaufen. Andere tun später ein Orgel bestellen. Das ist dann ganz unterschiedlich, auch wieder ganz ja, auf Bedürfnis ja. der Leute. Also. Es gibt für alle etwas, wie gesagt, und merci vielmals diesen beiden Männern. Der Adrian Gehry und der Hans-Rudi Reist, beide zusammen, sind dort daheim bei Reist Schweizer Orgelibau. Die findet ihr ebenfalls unter reistschweizerorgelibau.ch. Dort könnt ihr nachschauen. Merci vielmals euch zu sehen. Das, was aussieht wie ein Hobby, ist eigentlich ein knallharter Beruf. Und darum, merci vielmals, dass ihr da seid. Und diesen zwei Männern riesigen Applaus. Danke vielmals. Wir kommen zu unserem Nachwuchswettbewerb. Der geht heute leider nicht so ring, weil ein Nachwuchswettbewerb heisst, es sind immer zwei junge Talente, entweder musikalisch oder jodelmässig auf der Bühne. Das zweite hat leider müssen absagen aus gesundheitlichen Gründen. Darum haben wir heute jemanden, der schon, ich kann sagen, du hast den Wettbewerb im Prinzip schon gewonnen, Nadine. Du kommst auf jeden Fall eine Runde weiter. Wir wünschen auf jeden Fall der Konkurrenz gute Besserung und wir werden sie sicher ein anderes Mal ebenfalls dürfen berücksichtigen. Auf der Bühne hören wir die Solo-Jodlerin Nadine Studer, begleitet von Franz Stadumann. Und das erste musikalische Müsterli, das wir jetzt hören werden, das ist «Zfreni». Das ist ein Lied, das Franz Stadumann hat komponiert. Riesigen Applaus für Nadine und für Franz.
Solo-Jodlerin Nadine Studer, begleitet von Franz Stadumann. Nadine, wie alt bist du? Das darf man dir noch fragen in diesem Alter, oder? 14. 14. Wann hast du angefangen zu singen? In der ersten Klasse. In der ersten Klasse. Hast du daheim drauf, bist du drauf gekommen oder bist du in der Schule drauf gekommen? In der Schule. In der Schule. Wie bist du dann zum Franz gekommen eigentlich? Ich war mal an der Lua. Zuerst mit dem Chörli 2010 und nachher noch alleine 2012. Und dann... Ja, bin ich auf Franz gekommen. Du bist nicht... Wo kommst du her überhaupt? Wo wohnst du? Wo bist du daheim? In Baselland. Frankendorf. Also in meistens Frankendorf. Kennt man Liestl. Okay, alles klar. Du hast übrigens im November ganz einen interessanten Auftritt in einem Nachwuchswettbewerb mit deiner Schwester zusammen. Du mal erzählen, wo ist das und wann ist das? Ah, das ist am... glaube ich am 8. November. 8. November. Und das ist... Mit der Claudia zusammen? Ja, mit meiner Schwester. Und das ist in Niedergösg? Ja. Dort wird er auftreten? Ja. Wie alt ist deine Schwester? Sie ist 11. Hättest du viel zusammen singen? Schon noch, ja. Habt ihr Abwaschmaschine daheim? Ja. Abwaschmaschine daheim? Ja. Ist ja. Weißt du, warum ich das frage? Das ist eine blöde Frage vielleicht. Aber wir hatten früher keine Abwaschmaschine, dann haben wir aber abwaschen. Dann hat die Mutter oder so mit uns selber gesungen. Das macht Mutter deine Mutter nicht in diesem Moment, oder? Nein. Okay. Franz, ja. Du bist viel unterwegs mit jungen Leuten. Eben, du bist viel unterwegs so, so Wettbewerben. Wie findest du die jungen Talente oben? Es ist so, ich tue sie abends ausschreiben und die melden sich einfach abends scharenweise an. Ich habe nie Probleme, sie kommen gerne. Ich denke, du meinst jetzt gerade Luga in Luzern und Pri Franz. Was ich immer mache und ich all Jahr immer mehr wieder genug. Und das ist etwas Schönes für die Jungen, etwas zu tun. Das ist unsere Zukunft. Da setze ich mich ein. Das ist schön. Du als alter Fuchs, kann man fast sagen. Ja. Mit vielen Kompositionen, mit Leitern und. Wir können Geschichten erzählen, wir das schon dürfen machen. Weißt du noch, wie manches Lied das du komponiert hast? Ja, es sind jetzt etwas über 250 gewesen, so dort durch. Und zwei hören wir heute Abend. Zu René ist eins jetzt zum Beispiel, wo wir hören, wo wir dürfen hören. Nadine, was hat man Vorbilder im Jodeln? Also das erste Mal, dann ich einfach selber singen, so ja. Wie ich möchte. Und Melanie Oesch finde ich sonst noch toll. Findest du die noch cool? Ja. Das ist noch gut. Was hörst du als Jungs, Fräulein, nebst für Musik, nebst dem Jodeln? Also zum Teil Volksmusik und sonst auch einfach das, was gerade in ist, was man sonst halt unter Jugendlichen noch hört. Auch. Rock und Popo, das alles. Schon, ja. Gut, wir werden ein weiteres Muster dürfen anhören. Nach dem Vreni, wo der Franz Stadumann komponiert, hören wir ein wunderbares Jodeli, nämlich das Fessli Jodeli, hat ebenfalls der Franz komponiert. Und diesen zwei einen riesigen Applaus, der Nadine und der Franz. Thank you.
Wunderbare Stimme. Solojodlerin Nadine Studer, begleitet von Franz Staduma. Und sie hat heute halt solo jetzt den Wettbewerb mitgemacht. Und an dieser Stelle ihrer Konkurrentin gute Besserung. Und sie wird in einer anderen Sendung ebenfalls auftreten. In der letzten Sendung, die wir hier auf der Schau gemacht haben, haben wir auch Wettbewerb gehabt. Dort ist zum Beispiel Fabienne Portmann Solojodlerin auftreten gegen Chantal Haney. Und das Resultat habt ihr bestimmt. Merci vielmals für euer tolles Mitmachen. Die Solojodlerin Fabienne Portmann hat mit 63% gewonnen vor der Chantal Haney mit 37%. Also, mitmachen lohnt sich. Wir werden Ende 2015 mal so einen Nachwuchswettbewerb machen mit allen Siegerinnen und Siegern. Und dann könnt ihr dann wieder abstimmen, wer unseren Preis gewinnt. Ihr wisst ja, der erste Preis wird der Ton. Produktion geben, also eine CD-Produktion und eine Filmproduktion und mitmachen auf einer Kreuzfahrt. Neben mir der Jörg Moser, Hüttenwart. Bis jetzt haben wir ihn so kennengelernt, Chef der Lugarena. Jörg, du hast noch ganz etwas anderes. Du bist nämlich Moser und Partner AG, Architekturbüro und Generalunternehmung. Also, welches ist dein Hobby, welches ist dein Beruf, Jörg? Also, das Herz schlägt für beides. Vielleicht, warum ein Architekt von einem Gastronomie betreiben. Das hat auch seine Geschichte. Wir waren eine Tennismannschaft. Wir haben immer am Freitag trainiert, sind bei einem Wirt gegessen. Dann sagt der Wirt die Schugwerte zu kaufen. Dann habe ich gesagt, warum sagst du mir das? Dann sagt er, am Steigerungstag, als er in den Konkurs gegangen ist, hat niemand geboten, jetzt, wo die Bank drei Offerte hat. Sie geben er und einer vom Liechtenstein. Und jetzt fehlen die dritte Offerte. Wo ich etwas zu viel Alkohol in Tossen hatte, habe ich dem gesagt, sag mir doch die Preise, die 10.000 Franken drungen hast. Das ist ganz einfach. Der hat das mir gesagt, ich habe das gemacht. Nach 7 Wochen hat mir der Konkursbeamte angerufen und gesagt, Jörg, ich gratuliere dir, du hast den Zuschlag zur Schau. Dann hat er gesagt, ich wollte sicher nicht, ich wollte sicher nicht beizen, der Gottfried Stutz. Und dann hat er gesagt, mal, das ist die Richtung, das ist gut, ein Architekt, der das übernimmt. Du bist seriös, du weißt, hast Ideen, du kannst das machen. Und so bin ich zu diesem Kind gekommen. Und ihr seht das Resultat, das oben ist. Da ist sicher viel Herzblut eingeflossen. Oben. Wenn ich etwas in Angriff nehme, dann engagiere ich mich voll. Engagieren. Und es ist auch ein Pächter, der zuerst drauf war, ist Konkurs gegangen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, für das zu verkaufen. Und irgendwie in der Nacht habe ich auch Eingebungen, habe ich einen Block, einen A4-Block neben dem Bett, dann habe ich auch aufgezeichnet, den Brunnen aufgezeichnet, ja, alle Details drinnen aufgezeichnet, wie die Look muss aussehen mit dem alten Holz. Das ist auch so ein Produkt hier. Früher war es immer die Lugkölbe gesehen, in diesem weißen Zelt drinnen, mit dem Asphaltboden, der keinen Stil hat. Ich habe einen Künstler gefunden, der mir das mit Emotionen ausgezeichnet hat und so weiter. Die Kuh hier ist europaweit patentiert. Da machen wir zum Beispiel Futtern wie bei Muttern. Und das ist lustig, das sind so Achtertische. Die Leute werden verkleidet. Der eine ist die Mutter, meistens der keine Haare hat. Der bekommt Perücken, Zwicker und so weiter. Der ist verantwortlich, also muss zu essen bringen. Und der eine ist eben der Mundschenk und der kann die Kuh melken. Und die Kuh, die gibt Désolé, Chateau Armagnac, Bier, Mineral, Eistee und so weiter. Oder? Und ihr seht oben, ah, jetzt sind sie verkehrt hier, jeder Tisch hat so, wie ein Kellner einen Stift hat, kann er dran tun, dann tut es gerade bonieren, Tisch Nummer 8, hat 3 Dezi Désolé rausgelassen, oder 0,5 Liter Bier. Das ist meine Befruchtung als Architekt oben, probiere ein bisschen Erlebnisgastronomie zu machen. Und er hat viele Ideen. Es braucht so, einfach mehr Zähne, um so etwas zu machen. Ein Wirt kann das nicht. Er hat das Geld nicht. Und wir geben heute von unserem Architekturbüro auf der Generalunternehmung sehr viel Geld aufgegeben. Und ich habe auch Freude, dass das hier oben lebt. Also die Ideen sieht man ja. Ihr könnt übrigens auch nachschauen. Restaurantmässig haben wir ja gesehen, halt der Wellnessbereich, es hat Hotelzimmer unter schug.ch oder eben auch so Ideen mit, zum Beispiel der Grossi ist da oben gewesen. Es hat noch viele andere Sachen auch noch gegeben, wenn nicht so Wetter über die Arena ein wäre. Aber es wird auch ganz sicher nächstes Jahr wieder ein tolles Programm geben, musikalisch wie Theater oder was alles dazugehört, unter schugarena.ch. Dort werden sicher die Ideen wieder drauf stehen. Aber eben, du hast gesagt,
Du bist Architekt, du hast ein Architekturbüro, Moser und Partner AG und Generalunternehmungen. Das sind natürlich schon zwei Paar Schuhe. Selber ja, Geschäfte, ja. In Ettingen ist übrigens das. Und dann auf der anderen Seite auch ein Sog hier oben, Unterhaltung. Dann der Wellnessbereich. Also sehr, sehr viel miteinander. Das ist ja so. Es sind sicher viele Bausteine, die hier laufen, wenn man den täglichen Ablauf von mir anschaut. Aber es lebt halt, die Architektur lebt. Und wir machen, darf ich mal sagen, von unserem Haus aus machen wir sehr grosse Überbauungen. Wir sind eigentlich in der ganzen Schweiz tätig. Im Moment sind wir am Wollensee, wo wir eine grössere Überbauung lancieren. In Münchenbuchsee am Bahnhof etwa 70 Eigentumswohnungen. Und nachher in Schlieren. Wir sind aber auch nicht in Wiel und Aargau sind wir im Moment dran. Lenzburg, wo im Frühling fertig wird. Und das nächste ist Safenwil, Zofingen und Ittigen, wo wir Sachen machen. Und das lebt halt auch. Die Architektur lebt. Das sind Bedürfnisse von Leuten, die etwas umsetzen wollen. Das Gleiche ist oben die Bedürfnisse, die Leute haben, wenn sie auf die Schule kommen oder wenn sie Ausgang wollen. Und wir probieren Freude zu bereiten, wie du auch, Paul, mit der ganzen Musikstube, die du schon früher gemacht hast auf Telebern, die einfach sympathisch rüberkommt. Und das sind Leute, die treu sind, das sind volkstümliche Leute, Leute, die mit Traditionen verbunden sind und das schätzen. Und dann geben wir auch einen Nährboden oben. Und wir werden das weiterfahren, wir werden die Lug Arena, das ist ein Schaden von 250'000 Franken, das werden wir korrigieren. Und der Stefan Reicher, das darf ich auch sagen, das ist ein ganz guter Mann, der Charakter hat. Der hat auf die ganzen Gagen verzichtet. Das hat noch nie einer gemacht, wenn irgendetwas ausgefallen ist. Das sind notabene 60'000 Franken, die er verzichtet hat. Er hat gesagt, ich komme auf die Schau nächstes Jahr, ich will ein Semitaler-Programm machen. Und wenn es mir gelingt, mache ich ein Doppelkonzert, dass wir euch auch helfen können. Stefan Eicher. Also brauchen wir einfach auch Leute, die Stefan Eicher, Freude haben, das hat gemacht. Genau. Und das sind Leute mit Charakter. Wir werden eine zweite Runde machen noch mit dir, Jörg. Du bist nämlich auch in deinem eigenen Geschäft ein spezieller Mann. Du hast deine Angestellten, aber werden wir in der zweiten Runde sagen, was du dort noch machst. Er ist gegen so ein bisschen, hat Ideen, viele sagen gesponnene Ideen, aber ich habe das schon vorher im Grossi gesagt, wenn es keine Spinner gibt auf der Welt, wird ja auch nichts bewegt. Das ist einfach so. Kann man so sagen. Also, riesigen Applaus, Jörg Moser. Hier als Hüttenwart heute Abend oben und gleichzeitig als ja, Moser und Partner AG Architekturbüro. Riesigen Applaus für Jörg. Musikalisch fahren wir weiter mit den Ländler Gielen Biglen. Und sie werden anfangen mit einem Schnellbalken von Willi Schmid. Und der Schnellbalken heisst beim Trudi und beim Werni im Gripsch. Auch für sie einen riesigen Applaus, die Ländler Gielen Biglen. Thank you.
Musik von den Ländler Gielen Biglen und einem typischen Giel. Sitzt vor mir. Spass beiseite. Name, Beruf? Anita Kappeler von Rötigen, Drogistin. Drogistin. Ja. Hobby ist natürlich Musik machen. Ja. Und wie glaube ich, das dürfen wir sagen, du bist heute für einen Giel da eben. Ja. Der ist eben nicht da, darum bist du da. Genau, ja. Also, Ländler Gielen und Modi Biglen, heute genau. Sollte eigentlich genau taufen, oder? Schlüchter Mario aus Kanufingen, Beruf Servicetechniker. Hobby? Hobby, mir endlich Musik machen. Alles klar. Der Mann am Bass. Gerber Markus von Bleken. Beruf angestellt in der Käsehandlung und Hobby Musik. Peter? Senior Schlüchter. Betriebsmech, Hobby, Musik machen und Töff fahren. Töff fahren? Ja. Bei diesem schönen Sommer bist du alle Tage unterwegs. Das war optimal für das, ja. Für nass zu werden. Für nass zu werden. Also, ein rechter Töff-Fahrer muss ja auch nass werden, oder? Das ist ja so, ja. Sollte so sein, oder? Wenn die nass geworden ist, nicht Töff gefahren. Das ist richtig. Euer Repertoire, was spielen die Ländler Gielen Biglen? Unser Repertoire ist eigentlich vielseitig. Wir spielen vom Berner bis zum Wiener Schweizer Stil eigentlich alles. Also je nach Lust und Laune? Je nach Publikum. Lieber Konzertant oder lieber in einer Festhütte? Lieber in einer Festhütte oder Unterhaltungsabend? Ja, so nach Stimmung machen. Tanzmusik machen, ja. Stimmung machen. Genau, ja. Euch kann man natürlich engagieren. Auch dort findet ihr die Adresse auf der Homepage von Paul Stuckis Musikstube. Musikalisches Müsterli, das wir zuerst gehört haben, der Schnellbauka von Willi Schmid. Es geht jetzt weiter mit dem Wildsau-Kaffee-Fox von Andreas Schorrer. Und dann rutsch ein bisschen zu suchen. Das ist ein Slow-Fox von Roger Liebi. Macht, was ihr wollt. Könnt ein bisschen suchen, rutschen, gute Musik geniessen. Aber zuerst noch einen riesigen Applaus für die Ländler Gielen Biglen.
Rutsche ein wenig zu suchen. Slow Fox, den wir gehört vom Roger Liebe komponiert und gespielt von der Ländler Giele Bigle. Und sie haben euch gezeigt, vom Schnellbaukab bis eben Slow Fox haben sie alles in ihrem Repertoire. Jörg Moser von Moser und Partner sagen jetzt, heute Wart haben wir schon behandelt. Moser und Partner AG, Architekturbüro und eben noch Generalunternehmungen. Wann hast du die Firma gegründet? Weißt du noch wann? Ja, im 1986 habe ich die gegründet. 1986? Ja, wir waren zuerst ein Ingenieurbüro. Und dann habe ich mal die Unternehmensführungsschule gemacht und gemerkt, dass ich so viele Ideen habe, dass mein Leben nicht kann sein, als Bauingenieur das Leben lang rostig einzurechnen. Und dann habe ich dann gewechselt auf Architektur. Und seitdem haben wir jetzt rund 30 Leute, die wir beschäftigen, in unserer neuen Firma. Ich weiss, dass jeder Mitarbeiter dir etwas bedeutet. Du bist ein spezieller Patron. Heute ist es einfach, heute noch gute Leute zu finden. Nein, im Moment ist es sehr schwierig, weil die Baubranche ist eigentlich überlastet. Ich habe meine Leute. Und Mitarbeiter sind für mich sehr, sehr wichtig. Wir haben einen schönen Firmensitz mit einer grossen Parkanlage und einem Schwimmbad. Meine Leute dürfen während dem Arbeiten schwimmen. Und die alle ein Koch angestellt, ein Hobbykoch, ein Italiener, der die Leute bekocht am Mittag. Er hat jetzt verboten bekommen, dass er alle Tage Teigwaren macht, weil die zugenommen haben. Aber für mich ist das gut, wenn sie ein bisschen gefestet sind, dann hocken sie lieber und arbeiten ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich so, ich war schon bei ihm und es ist wirklich eine wunderbare Parkanlage. Und das mit dem Koch stimmt also. Die haben jeden Mittag ein Menü. Und der kocht wirklich fantastisch, das muss man ganz klar sagen. Also, du verwöhnst deine Angestellten speziell. Er ist all Tag frisch gekocht und er hat auch einen Pflanzplatz, den er pflegt, wo er auch das Gemüse und den Salat selber bringt. Sonst geht wieder auf Italien und bringt das Auto voll irgendwelche wunderbare Sachen mit. Also es ist ganz speziell, auch bei Moser und Partner zu arbeiten. Du hast schon gesagt, ihr habt ein Projekt eigentlich in der ganzen Schweiz rum. An was für einem speziellen Projekt bist du jetzt gerade? Das ist ja jedes Projekt ein bisschen eine Herausforderung, oder? Zeit, ja. Geld, Land, was hat es alles nicht, oder? Ja. Wir sind an einem ganz grossen Projekt im Moment, da dürfen wir nichts sagen, weil wir viele Konkurrenten sind. Vielleicht auch noch einen Volkstümmler unter den Architekten. Wir hätten das nicht verraten, aber wir sind ständig dran am Suchen. Und wenn man uns helfen will, müssen mehr Leute haben, die ins Land zutragen. Oder ein Objekt, das man abreissen kann. Weil wir wollen nicht spekulieren, aber wir wollen den Leuten können Arbeit sichern. Und wir suchen auch auf dem Markt suchen wir Architekten, Bauzeichner, Bauleiter. Da wären wir froh, wenn jemand volkstümlich gesinnt ist und auch so ein bisschen mit einem Familienbetrieb arbeiten will, wo er neben der Arbeit auch in eine Familie eingebunden ist. Also dieses Unternehmen betitelst du als Familienunternehmer? Ja, das habe ich immer so geführt und die lieben die Leute. Und ja, langfristige Mitarbeiter. Es werden nicht die ersten pensioniert. Der erste bin ich. Okay, das wäre. Er hat sich selber noch nicht gekündigt, der bleibt noch. Nein, Spass beiseite. Das ist wirklich speziell, eben, wie du eben in der Firma eigentlich eben, wie der Familie schaust, dass sie auch zu essen bekommen und das ganze Zeug. Du hast etwas angedeutet, du würdest noch jemanden suchen, du würdest noch jemanden brauchen. Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Ja, wir können viele Leute brauchen. Aber im Moment ist es einfach sehr schwierig, gute Leute zu bekommen auf dem Markt. Weil die Baubranche ist eigentlich wie eine Toblerone. Wenn die Aufträge hochgehen, die alle suchen die Leute. Und dann plötzlich geht es runter, dann sind die Leute entlassen. Und dann findest du eigentlich erst die guten Leute, wenn die Baubranche wieder am Boden ist. Oder? Kannst du die guten Leute wo auf der Straße kannst du wieder auflesen. Im Moment ist es einfach sehr, sehr schwierig. Wir machen sogar in dieser Sendung Stellenwerbung, also moser-und-partner-ag.ch, da könnte man sich melden. Genau, ja, freut wenn es jemand also wenn, wir das, wenn sich jemand würde melden würde, würden wir mal das in der Stube noch sagen. Ja. Wir haben sogar Stelleninserat haben wir über diesen Sender gebracht. Also, wir machen fast alles nebst guter und rassiger Musik. Was hat man für Ziel? Jetzt gerade in deiner Branche, die nicht immer so gut läuft, was ist so das Ziel, das man noch hat? Also das Ziel ist sicher, Konstanz zu behalten. Ich hätte meine Firma schon lange verkaufen können. Aber ich habe einen 19-jährigen Giel, der nicht so gut tut. Nicht so ein volkstümlich ist. Er ist jetzt in Swil aufgewachsen.
bei Krauchtal. Dort war er noch wohl eingebettet, ist in die Grossstadt gekommen. Und dort kommen sie einfach zu kiffen, das Hirn spinnt. Und er ist langsam am Erwachsen werden, kommt zur Pubertät aus. Und ich hoffe immer noch, dass er in die Firma kommt, um die Firma zu erhalten. Und ich nehme auch junge Leute nach. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass die Konstanz behalten, meine Leute die Arbeit zu sichern, die Arbeit zu stellen und dem Sohn auch noch eine Chance zu geben, dass er dort mal in der Firma etwas führen kann. Sehr gut. Also, wenn ihr Land habt oder ein Objekt oder wollt abräumen oder irgendwie wollt ihr arbeiten, musserundpartner.ag.ch, das werde ich heissen. So, Jörg, als heute wart hier, wenn man hier fein essen will, ist eine Herbstzeit jetzt, sicher auch ein bisschen Wildzeit noch. Und ja, irgendwie Weihnachtsessen könnte man natürlich hier auch noch machen, das ist ganz klar. Das ist dann wieder die andere Seite, schug.ch. Also wir können sich noch melden, ihr hättet noch Platz für ein Firmenessen, ja, oder so irgendetwas. Sicher, jetzt kommt die Winterzeit, wo man wieder ein bisschen mehr auf Wärme geht, auf Fondue, auf die saisonalen Sachen, Jagdsachen. Aber Familie, Firmenanlässe gehen bis in Februar. Viele Firmen haben auch gemerkt, dass einfach besser ist, wenn man vielleicht im Januar oder Februar so einen Anlass macht. Weil im Dezember ist es so gestopft mit Sachen, ja, dass die Leute einfach auch gesättigt sind, dass sie etwas machen. Bei uns immer herzlich willkommen, wir geben uns Mühe, probieren das Möglichste zu machen. Und danke allen, die heute hierher sind, dass ihr die letzte Schug-Arena-Sendung von Paul und aber auch der letzte Anlass von der Schug-Arena selber besuchen. Nach euch wird das Zelt abgebrochen, es wird auf Winterbetrieb gestellt und wir nehmen die Schneeschnitze wieder vor, dass ihr auch auf diesem Platz parkieren könnt im Winter. Merci vielmals. Merci vielmals, Jörg Moser, immer einen riesigen Applaus. Danke vielmals für deine Gastfreundschaft, die wir hier oben geniessen dürfen. Und eben, wie gesagt, für Restaurant, für Wellness, für Seminar, da geht ihr schauen unter schug.ch. Oder wenn ihr gerne irgendwie wissen, was nächstes Jahr hier oben läuft, unterhaltungsmässig, ist schugarena.ch. Oder eben, wenn ihr noch irgendwie eine warme Mahlzeit braucht während dem Arbeiten, ist es moserundpartner.ag.ch. Alles klar. Auf der Bühne sind drei Männer, die ihr vielleicht schon irgendwo gesehen habt, in einer anderen Gelegenheit, bei einer anderen Gruppe spielen. Sie haben seit 2012 spielen sie in dieser Besetzung zusammen. Swiss Alpenfeger. Und wir wollen das musikalische Müsterli mal anhören. Komm auf das Schiff meiner Träume. Das ist ein Titel, den ihr vielleicht schon gehört von Pata Ilic. Jetzt von den Swiss Alpenfeger. Riesigen Applaus für die drei Männer. Ich träume lange, schon viel zu lange. Von einer Insel im blauen Meer, von weißen Schiffen und blauen Stränden, von weißen Bösen und noch viel mehr. Kommt doch mit mir auf diese Reise und wir vergessen die alte Welt. Wo Palmen stehen an weißen Stränden, gibt es ein Leben, das uns gefällt. Auf das Schiff meine Träume, es liegt schon unten auf Kai. Unter den Sternen des Südens wartet das Glück auf uns zwei. Zwei Ukulelen, die klingen, ein weißes Boot fährt vorbei. Und dann hörst du, wie sie singen. Sonne und Abendsterne, dazwischen Blüten und roter Wein. Ganz ohne Sorgen ist jeder Morgen im Land der Liebe, komm und steig ein. Komm auf das Schiff meine Träume, es liegt schon unten am Kai. Unter den Sternen des Südens wartet das Glück auf uns zwei. Zwei Ukulelen, die klingen, ein weißes Boot fährt vorbei, und dann hörst du
Morgen, hallo auf Hawaii. Sternen des Südens wartet das Glück auf uns zwei. Zwei Ukulelen, die klingen, ein weißes Boot fährt vorbei. Und dann hörst du, wie sie singen, hallo, auf Swiss Alpenfäger, komm auf das Schiff meiner Träume. Auch hier möchte ich, dass sich schnell jeder vorstellt, mit Namen, Beruf und Hobby. Ich bin der Daniel Erismann. Mein Beruf ist Polymech. Hobby habe ich, ein bisschen Musik machen. Ein bisschen. Und vor allem fahren. Das ist mein grosses Hobby. Du bist auch nass geworden in diesem Moment. Irgendwann ist der Sommer, oder? Bei diesem guten Wetter. Der Mann Mörgeli. Ja, Peter Trummer von Diemtigen. Beruf ist Maschinist, selbstständig. Dieses Haus hast du bauen, komm ich auch daraus machen. Da könntest du ja mit dem Jörg zusammen schauen, der sucht ja Land, oder? Aber das ist also, gut, tipptopp. Der hat das Architektbüro ja, und du hättest die Maschine dazu, Maschine oder? Habe ich dazu, wir ja machen alles in dieser Sendung. Also, tipptopp. Für das du eigentlich nichts hast, sagen, ist jetzt gleich viel geschnurrt, ja, oder? So. Der Mann hier, den kennt ihr auch. Du vielleicht hier vielleicht schon, aber ihn. Was? Die anderen nicht. Gerber Kurt, Fotzigen. Jahrelang hatte ich natürlich Musik gehabt, das ist das, was er vorhin gemeint hat, die fidelen Hellstädter. Und das ist jetzt noch so ein bisschen ein Überbleibsel. Der Rest hier, mit dem sind wir noch da auf der Schau. Der Rest. Seit 2012 gibt es Swiss Alpenfäger. Wie kommt man auf den Namen Swiss Alpenfäger? Ja, wir hatten das Gefühl, zuerst hatten wir Alpenfäger, dann sind wir auf Österreich mit Gruppen gespielt dort, also mit Garen und so. Dann gibt es natürlich dort die Alpenfäger, was immer wir wollen machen, immer noch, wir müssen einen Schweissvorrat tun. Das ist ganz einfach. Also wenn ihr in Österreich spielt, seid ihr die Österreicher Alpenfäger und ihr seid der Swiss Alpenfäger. Also jetzt seid ihr die Lug-Alpenfäger in diesem Moment, heute Abend. Das Repertoire, das ihr spielt? Ja, einfach vor allem volkstümlicher Schlager. Wir haben natürlich ein bisschen Rosinen rausgepickt von früher noch und etwas dazu genommen. Das ist etwas so das, was wir machen. Also eigenbackene Kuchen zum Teil, oder? Ja, zum Teil auch, ja. Gut, wir werden weiter Musik hören. Wir sind hier im Herbst ein bisschen im Zelt drin, es wird ein bisschen frisch. Ich kann euch ein Mittel geben, wie es etwas wärmer wird. Zum Beispiel kommt der Walzer von Willy Vogel, da könnt ihr etwas schunkeln. Oder nachher beim Mädchen von der Alpenfäger könnt ihr etwas klatschen, wenigstens warm Finger habt. Also, irgendetwas müsst ihr jetzt machen, so ein bisschen, dass es wieder etwas Wärme kommt. So, ein schönes Panorama. Passt hier auf die Lug. Wo hast du den denn? Der Willy Vogel hat den ja komponiert. Wo hat er echt. Für extra für ihn. Extra für die Schau, wir einen dafür noch. Ja. So ein schönes Panorama. Und dann ein bisschen Spass muss sein. Also, jetzt Spass wollte ich auch sehen bei euch, weil die drei haben und ihr könnt auch mitmachen. Riesigen Applaus für unser Swiss Alpenfäger. Schönes Panorama,
es aber rot, so rot wie's Feuer. Schau mal, so ne schönes Panorama. Es aber rot, so rot wie es fühlt. Aus was du zum Leben brauchst, steht für mich. Schau mal, so ne schönes Panorama. Niemand hat so schön wie mir. Schau mal, so ne schönes Panorama. Wenn du wächst, ich schenk es dir. Schönes Panorama, es aber rot, so rot wie es fühlt. Aus was du zum Leben brauchst, steht für dich von mir. Mit dem Warten in der heißen Sonne.
wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür laufe ich an und keiner wird mein Gott in Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür laufe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorüber, doch kommt man nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Es ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Heute fängt ein neues Leben an. Hey, hey. Deine Liebe, die ist schon daran. Alles ist so wunderbar, als man es kaum verstehen kann. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schon daran. Alles ist so wunderbar, als man es kaum verstehen kann. Swiss Alpenfäger mit rassiger Musik, die wir hier geniessen durften. Ein bisschen Spass muss sein, und Spass haben sie sicher ebenfalls gemacht. In einer Sendung kann man Stellen suchen, man kann Abbruchobjekte suchen, man kann, ja, wir machen eigentlich fast ein bisschen alles. Ich weiss auch, dass in diesem Publikum jetzt zum Beispiel jemand ist, der genau heute Geburtstag hat. Wie heisst du? Hilde Tellenbach. Von wo kommst du her? Von Thurn. Also, dann darf ich dann ganz, ganz herzlich gratulieren zum Geburtstag. Bei einer Frau fragt man ja nicht, wie alt das sie wird, aber ich würde auf einen Geburtstag anstoßen gehen. Danke, Paul. Alles, alles Gute. Extra von Thurn. Bist du extra von Thurn hierher gekommen? Jawohl. Lass jetzt einmal. Wegen mir oder ja. Wegen dem Geburtstag? Nein, lass jetzt einmal. Ich habe so viel Stubete geschaut. Und habe mich so verliebt in den Paul Stucki. Habe ihn nie gesehen und nie begegnet. Und heute bin ich 78 Jahre, habe ich gesagt, jetzt muss ich den Paul Stucki mal sehen. Das freut mich natürlich. Riesigen Applaus für unser Geburtstagskind und natürlich weiterhin ganz, ganz, ganz manche Stubete noch schauen. Und weiterhin alles, alles Gute. Danke dir, gell? Wir singen jetzt noch alle zusammen ein Happy Birthday. Jörg, wir zwei. Da fangt du an. Ja, also. Aber alle helfen mit. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Riesigen Applaus und alles Gute zum Geburtstag. So können wir das machen, wenn man Stubete macht. Hat sonst noch jemand Geburtstag? Niemand mehr, also gut. Was, hat noch einen Geburtstag? Gestern. Also die gestern hatten, müssen noch eine Runde zahlen. Merci vielmal. Ich bin ein guter Kollege, wenn es ums... Weisst du, ein bisschen etwas trinken wäre ja noch etwas Spezielles. Oder? Spass beiseite. Also, das wäre unser Geburtstagskind gewesen, das extra kam. Zum 78. Sie hat selber gesehen. Noch eins ganz, ganz herzliche Gratulation. Musikstubete, ihr wisst, seit dem Frühling könnt ihr sie schauen. Und zwar immer am letzten Samstag vom Monat.
kommt das Original und eine Woche später gibt es eine Wiederholung. Wenn ihr selber ebenfalls Lust habt, so eine Stube durchzuführen, dann könnt ihr euch melden. Oder wenn ihr selber als Musikantin oder Musikant mal auftreten wollt, dürft ihr das natürlich auch. Unter paulstuckismusikstube.ch könnt ihr alle Informationen erfahren. Wir machen auch im Jahr 2015 natürlich Musikstubete und da habt ihr sicher auch mal Gelegenheit. Wir kommen auch zu euch, sagen wir, ins Bündnerland oder ins Toggenburg oder in die Innerschweiz. Wo auch immer ihr das wettet, könnten wir doch bei euch eure Musik aus eurer Region ebenfalls in so eine Stubete einpacken. Wir sind jetzt dreimal zu Gast hier auf der Lug. Es hat gefällt, wir haben sehr viel Emmentaler Rustig gehört. Es gibt natürlich auch andere Regionen. Die nächste Stubete, die werden wir dann, werde ich noch mal sagen in dieser Sendung, am 16. November in Thun im Restaurant Rittauen aufzeichnen. Und da gibt es halt ein bisschen mehr Oberländerkost. So steht es dann auf dem Programm. So. Emmentaler Rustig ist jetzt auch wieder auf der Bühne zu Weg. Und zwar ist das die Schweizer Örgeli Quartett Lüderengruss. Lüderengruss, das kennt ihr ebenfalls, das ist auch noch Aussichtspunkt hier im Emmental. Und die vier Männer, die werden euch jetzt musikalisch ihr Visitenkärtchen abgeben. Und zwar ein Schottisch von Toni Jossi und zwar 40 Jahre Bohag. Empfehlt sie mit einem riesigen Applaus, das Schweizer Rögeli Quartett Lüderengruss. Jahr Bohag. Toni Jossi hat auch komponiert und das Schweizer Rögeli Quartett Lüderengruss haben wir hier können geniessen. Das habe ich schon mal gesehen heute irgendwo, da hier. Ja, ich bin der Adrian und arbeite als Zimmermann bei Gerber Macht's und Hobbys ist Musik machen. Musik machen, Musik machen. Du spielst ja bei anderen Gruppen auch noch, oder? Also kann man auch noch sagen. Also,
bei der Heimmannschaft im Schangnau, könnte man fast sagen, oder? Bei der Hagamt-Gielen. Also, es macht schon Spass, Musik machen in diesem Moment, oder? Wenn man hier gerade zwei Orten, zweimal die Woche, zweimal üben, zweimal in Ausgang. Gut, du gehst ja gerne in den Ausgang, hast du gesagt, oder? Ja, man muss schauen, dass es nebeneinander vorbeigeht, aber irgendwie geht es auch schon. Gut, alles klar. Heute Abend haben wir es richten, dass es miteinander war. Hallo Stefan, komme vom Wasen. Ich bin Bauer und das Hobby ist ein paar Musik. Ja. Alles klar? Name ist Heiniger Reto. Von Beruf bin ich Heizungs- und Sanitärmonteur. Hobbys sind Musiken und Bäuertraktoren. Bäuertraktoren? Jawohl. Bist du so einer von denen, der Oldtimer-Traktoren rumstößt? Genau. Oder fahren die noch? Ja, die fahren auch. Was bist du der weiteste Weg schon? Ich bin mal hinter einem nachgefahren gegen Jaunuchen. Ich habe gemeint, ich brauche etwa 14 Tage, bis der dort oben war. Dort oben ist doch auch ein Traktorentreffen, oder? Ja, genau. Bist du schon der gewesen? Nein, der bin ich noch nie gesehen. Sonst habe ich den vielleicht noch hinter dir nachgefahren. Nein. Also, seit, wie meinst, hast du einen? Ja, drei. Drei? Jawohl. Was ist der älteste? Ja, hat Jahrgang 66. Also fast in meinem Jahrgang. He? Also noch ein junger Traktor. So. Ich bin der Michel von Beruf Landmaschinenmechel, komme vom Wasen, Tobis, ja, das ist Musik. Schweizer Ögerlich wird heute Lüder ein Gruß. Was ist das Repertoire? Jetzt haben wir einen gehört von Donny Jossi. Was sind die Lieblingskomponisten, die ihr spielt? Ja, Lieblingskomponisten. Wir spielen hauptsächlich traditionelle Ländlermusik. Berner und Innerschweizer Stil, etwas modernere Stücke, ja. Einfach kreuz und quer, das, was euch gefällt. Was uns gefällt, was wir können, ja. Was ihr könnt. Dass ihr gut Musik machen könnt, das könnt ihr jetzt wieder beweisen. Und zwar hören wir als nächstes Titel von Danu Dörler, das ist ein Fox, «Gruß an Zeringen». Und dann kann ich etwas sagen, weil ihr dann die Instrumente wechseln wollt. Dann kommen wir noch mal schnell auf die Bühne, weil ihr dann ein bisschen die grösseren Örgeli zu Weg. Aber zuerst mal «Gruß an Zeringen». Viel Vergnügen mit dem Schweizer Örgeli-Quartett «Lüderer Gruß». Am Zeringen, ein Fox, der Daniel Döller komponiert und wir haben die Version gehört vom Schweizer Ögeli-Quartett Lüderer Gruß. Sie wechselt jetzt das Instrument, das ist auch ein anderer Stil, den wir jetzt hören. Sehr bekannt ebenfalls aus dem Berner Oberland ist ein Komponist, das ist der Christoph Häni. Er spielt ja selber auch mit beim Schweizer Ögeli-Quartett Habkere. Und wir hören jetzt den Titel ab ihrer Nigunago neuen CD in der Alpenrösli-Stimmung. So ist es drauf. Wir hören jetzt die Version vom Schweizer Örgeli-Quartett
Lüderer Gruß. Nochmal einen riesigen Applaus für die vier jungen Männer aus dem Emmental. Schweizeröglich war dort Lüderegruess in der Alpenrösli-Stimmung. Das haben wir geniessen. Komposition von Christoph Häni. Bevor wir zu der letzten Formation kommen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Bedanken beim Publikum hier in Festzelt. Merci vielmals, dass Sie da waren und merci vielmals für eure Unterstützung. Ich möchte mich natürlich auch bedanken beim Jörg Moser, Hüttenwart und Moser und Partner AG, Architekturbüro und Generalunternehmungen, dass wir hier dreimal dürfen Gastrecht haben auf der Lug. Die Lug, die sehr ein schöner Ausflugort ist. Wenn ihr noch nicht kennt, habt ihr die Möglichkeit, ebenfalls die Lug mal zu besuchen. Unter lug.ch oder lugarena.ch oder eben unter moserundpartner.ag.ch könnt ihr alles über Jörg Moser auch erfahren. Ich möchte mich auch bedanken bei den Örgelibauern. Die haben jetzt auch gesehen, weil manche Teil, das da dran ist, 3.500 Teile und wie gesagt, zum Teil gibt es doch ein viel Bütz von 90, glaube ich, wenn ich zahle noch recht, 80, 90 Stunden bis 300 Stunden, bis so ein Sörgeli gebaut ist. Und dort habt ihr ebenfalls sehr viele Sachen können erfahren. Also ein Sörgeli bauen, das ist etwas, was wirklich Kunst ist und es braucht auch gute Leute dazu. Die nächste Aufnahme machen wir, wo ich euch ganz herzlich dazu einladen. Das ist am Sonntag, am 16. November, im Restaurant Rithauen in Thun. Vom Mittag um 12 Uhr könnt ihr vielleicht zum Mittag essen, könnt ihr bei den Proben zuschauen und die Aufzeichnung fängt an am Nachmittag um 2 Uhr. Und natürlich hat es dort auch Musikanten dabei, wie zum Beispiel Phänomen. Sie werden dort ebenfalls auftreten. Der Jodelclub Oberhofen wird dabei sein und natürlich noch viele, viele andere mehr. Also Sonntag, 16. November, Restaurant Rithauen in Thun. Mittag um 12 Uhr gehen die Türen auf für ein feines Mittagessen. Und vom 2 Jahr könnt ihr natürlich auch Musikstuben geniessen, die wir dort aufzeichnen.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen den Blausch gehabt. Bevor wir zur letzten Formation kommen, möchte ich auch noch sagen, auf Swisscom TV und auf Cablecom TV und natürlich auf dem Netz könnt ihr Schweiz 5 empfangen. Und immer am letzten Samstag im Monat könnt ihr die Stubbete schauen. Und wenn ihr dann gerade nicht rum seid, eine Woche später hört ihr oder seht ihr auch die Wiederholung. So, eine Formation. Wir hatten Örgeli Sterne, wir hatten Örgeli Fäger. Zum Abschluss lassen wir es jetzt noch ein bisschen krachen, und zwar mit den Örgeli Kracher. Die Örgeli Kracher werden ihr musikalisches Visitenkärtchen abgeben mit einem Schnellbau vom Isidor Rüdisüli. Der Titel heisst «Wir haben Jubiläum». Viel Vergnügen und einen riesigen Applaus für die Örgeli Kracher. Wir haben Jubiläum. Der Isidor Rüdisüli hat den komponiert und gespielt ist er worden von den Örgeli-Kracher. Und hier möchte ich auch, dass sich jeder schnell vorstellt. Name, Beruf, Hobby. Also mein Name ist Freiburghaus Niklaus, wohne ich von Bramberg. Das gehört zur Gemeinde Neuenegg. Und von Beruf bin ich Coiffeur. Ich verwechsel das ging. Coiffeur, wenn noch irgendjemand Herren haben will, könnte es ja machen, oder? Ich lieber nicht, danke. Mein Name ist Bertschi Marcel, ich komme von Boll und als Beruf ist Automech und als Hobby habe ich Musik und Computer, Fotografieren und so Sättigungszeug. Musik, Computer und Fotografieren und Sättigungszeug. Dann haben wir noch das zweite Nörgeli, ich komme von der Seite. Jawohl, mein Name ist Jaun Bruno, ich arbeite im Büro bei der BLS und als Ausgleich treibe ich noch ein bisschen Sport. Nebst der Musik.
Sehr gut. Ihr drei zusammen, ihr habt den Rest nicht gespielt. Wir haben Jubiläum 2005. Habt ihr euch gegründet, also wenn ich denke, nächstes Jahr ist 15, habt ihr Jubiläum, gibt es eine neue CD? Das musst du Dörgeler fragen, ich wäre schon dabei. Ja, was heisst das? Muss es überschnurren oder was? Ja, du musst mal überschnurren. Ja, ich übe schon dran. Wir schlafen noch viermal drüber. Viermal, das wäre also, wie gesagt, als etwa nächste Dienstag irgendwie oder Mittwoch könnt ihr anrufen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich denke, ich mache etwa drei, haben wir viermal sicher. Ohne. Gut, also. Du hast es gehört, viermal, dann gehst du fragen, dann kannst du mir sagen. Genau. Dann kann ich in der nächsten Stunde sagen, es gibt zum Jubiläum einen neuen Tonträger. Oder? Musik, die ihr macht, was für Komponisten tut ihr berücksichtigen? Also, ja, unsere Vorbilder sind natürlich die Länderbuben. Schmied Godi haben wir auch viele Stück und einfach alles ein Fakt, wo die Leute Freude haben daran. Gut, das ist ein Fakt, das könnt ihr es beweisen. Wie gesagt, alle Adressen könnt ihr nachschauen unter paulstuckismusikstubbete.ch. Wir sind ein bisschen knapp dran an der Zeit, oder also knapp. Wir überziehen es einfach, oder? Seitdem das Wetten das nicht mehr gibt mit dem Gottschalk, kann ich jetzt halt die Sparten übernommen und dort tue ich halt jetzt einfach ein bisschen überziehen, aber ich hoffe, es hat Spass gemacht und die Musik hat auch gefällt. Wir hören noch zwei, und zwar einen Walzer als nächstes vom Godi Schmid. Daheim ist es am schönsten, darum machen wir ein bisschen länger, weil es bei euch daheim ja sicher wunderschön ist. Und dann noch das traditionelle Potpourri, das sie haben arrangiert, das Vogelisi. Das kommt ja bekanntlich von Adelboden her. In diesem Sinn wünsche ich euch ganz einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder oder eben die nächste Aufnahme am 16. November, wo ich euch ganz herzlich ins Restaurant Rithauen in Thuntun einlade zu den Aufnahmen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ohne Täubi, ohne Ärger und ohne Stress. Auf Wiedersehen miteinander. Ciao zusammen. Thank you.